Schönen guten Abend. Ich möchte natürlich ASV und Nils gratulieren zum Sieg. Es war, wie erwartet, sehr spannend und vielleicht nicht hochrassig, aber unglaublich emotional. Und beide Mannschaften haben mit Herz auf dem Hand gespielt und ich finde, das war für die Zuschauer unterhaltsam. Ich bin traurig, enttäuscht, dass wir uns nicht belohnt haben für diesen Kampf, aber ich denke, mit dem Einsatz kommen die Punkte auch irgendwann und ich bin stolz, was in dem kämpferischen Bereich einfach Jungs von Amsterdam gezeigt haben und ich muss sagen, das macht mich, wie sagt man das, richtig glücklich, ja, genau, es macht mich glücklich und das ist die richtige Einstellung. Und, dass wir spielerisch nicht so klasse waren, wie ich mir das wünsche, darauf müssen wir arbeiten. Danke. Ja, danke dir. Ein Duell auf Augenhöhe hast du erwartet. Ich glaube, die Erwartung war voll erfüllt. Jetzt, ne? Ja, ist genau das eingetroffen. Ne? Also wir sind ganz gut reingekommen. Ich fand, das haben wir ganz gut gemacht, so mit den Emotionen gleich am Anfang. Aber darauf habe ich die Mannschaft ja hingewiesen und auch gewarnt. Dieses ständige, Amsterdam spielt ihren Stiefel immer weiter. Ne? Das macht er echt gut. Und die hören nie auf, die spielen immer weiter. Und das macht das so schwierig, gegen euch zu spielen. Und immer mit der Ruhe, immer weiter. Und gefühlt hätten wir führen müssen zur Halbzeit, lagen aber zurück. Haben dann wieder Phasen, auch in der zweiten Halbzeit, wo wir uns absetzen, wo wir dann aber wieder auch zu früh die Entscheidung suchen wollen und dann auch in der entscheidenden Phase 2 Siebmeter leider verwerfen. Und Amsterdam immer wieder zurückkommen. Ne? Die haben ja nie aufgesteckt und nie aufgehört und wir konnten uns nie sicher sein. Ne? Und das ist jetzt für uns dann aber auch schön, muss ich sagen, dass wir jetzt gewonnen haben, mal so eine Kiste. Ne, und ich fand auch, beide Mannschaften haben mit sehr viel Herz gespielt, mit sehr viel Emotion. Und für die Zuschauer war das ein schönes Spiel, fand ich auch. Für uns, so aus Trainersicht muss ich jetzt sagen, Abwehr haben wir diese Saison schon mal besser gespielt. Torhüterleistungen waren auch schon mal besser. Das war, glaube ich, so auf beiden Seiten, und aber sehr emotional. Und ich glaube, für die Zuschauer schön. Und vielleicht kommt der ein oder andere ja denn jetzt am 26. nochmal. Danke.